Was geht ab, Soldaten? Nerdalert Games hier und wir starten heute das Ghost Recon Future Soldier Let's Play. Los geht's! Kann's kaum erwarten. Bin schon echt gespannt, wie das Spiel so ist. Schon viel drüber gesehen. Sollte eigentlich der Hammer werden. Und natürlich, falls ihr es nicht wisst, Leute, falls ihr neu zu meinem Channel gefunden habt, ich werde dieses Jahr jedes aktuelle Spiel durchspielen, wie zum Beispiel Guild Wars 2, Medal of Honor, Call of Duty Black Ops, Halo 4, jedes super neue Spiel werde ich bei mir zocken. Also wenn das euch gefällt, abonniert, lohnt sich und wir sehen uns dann zu neuem Gameplay. Tom Clancy. Oh mein Gott, viele Ubisoft-Studios dran gearbeitet. Episches Intro. Ja, voll die Brofist. Wow, was ein Intro. Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Starten wir direkt. Oh yeah, ich hoffe, ihr seid bereit, an der Frontlinie zu kämpfen. Das wird super. Anmelden beim Ubisoft-Server. Bitte warten. Das dauert aber ziemlich lange. Noch am Laden? Jawohl. Hat ein bisschen gedauert. Besitzen Sie einen U-Play-Pass? Den besitze ich. Code einlösen. Natürlich werde ich an dieser Stelle das Video schneiden, also wir sehen uns gleich. Okay, mein U-Play-Pass ist erkannt und ich habe vollen Zugriff. Wir können das noch mit einem Konto verknüpfen. Verknüpfen Sie ein U-Play-Konto, um Zugriff auf die Extras aus dem Ghost Recon Network zu erhalten. Jetzt anmelden. Okay, ich habe alles eingegeben, los geht's. Mehrspieler, Kampagne, Guerilla, Extras für zusätzlichen Inhalt. Sollten kurz die Optionen aber, glaube ich, mal checken. Nein, das nicht. Weiter. Zurück. Ganz kurz die Optionen checken. Für YouTube immer ein bisschen heller machen. Audiosprache. Haben wir nur Deutsch, alles klar. Training lassen wir ein, perfekt. Will ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Weiter geht's mit der Kampagne. Neue Kampagne erstellen. Okay, sieht gut aus soweit. Nutzt für mich. Ja. Einfach mal neue Kampagne. Veteran dürfte der normale Schwierigkeitsgrad sein. Perfekt. 2, 1. Los geht's. Halten, zielen, Drohne höher, fliegen. Yeah. Das mit den Drohnen wird, denke ich, super geil sein. Die so zu steuern, Ziele markieren. Dann meine Einheiten auf die ansetzen und dann einfach nur BAM, 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 BAM. Sicht umschalten. Ach, werden wir eher das erklärt bekommen. Nicaragua, Nicaragua. Ragua, meine Güte, ich kann nicht lesen. Wir werden doch sicher gleich angegriffen. Das ist viel zu ruhig. Oh, shit! Wow! Was habe ich gesagt? Wir schalten sie zusammen aus. Ah, wir sind das, die ausschalten.
Wow, guckt euch das mal an. Ziele markiert. 5, 4, 3, 2, 1. Bam! Wow! Zum Ziel vorrücken. Na los, vorwärts. Schlau von den Rauch zu werfen, dass wir den nicht sehen können. Ich bin gerade ein bisschen begeistert von der Grafik. Für Xbox-Verhältnisse ist das schon sehr geil. Dann mal los. Ich kann gleich sicher sagen, wie wir auch noch in Deckung gehen können. Oh, schießen schon. Die Steuerung ist sehr weich, muss ich sagen. Jawohl. Weiß nicht, warum man das gerade angemacht hat, aber okay, das kriegen wir sicher irgendwie wieder ausgeschaltet. Hier haben wir Waffenswitch. Oh. Ich habe eigentlich nur B gedrückt, mehr nicht. Da haben wir es doch. Alles klar. Bei mir formieren. Passt auf, ich will keine Überraschungen. Griffin, sehen Sie das hier? Wir sehen es. Wir machen zur Sicherheit einen Vergleich. Aber das sieht okay aus. Verstanden. Was zum... Oh oh. Predator, schnell raus da! Waffe! Weg hier! Weg hier! Los! Lauf! Los, 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 los! Los, los, los! Wow! Ach du Scheiße! Oh Gott, der brennt! Was ist das für ein Zeug? Ich habe Männer da unten! Mein Team hat's erwischt! Da muss irgendwas Chemisches dran gewesen sein. Dem Volksglauben zufolge sind Geistermanifestationen der Verstorbene. Verstorbener, die zurückkehren, um den Lebenden zu helfen oder sie zu bestrafen. Ghost Recon Future Soldier. Aber gut zu wissen. Wenn die Kamera wackelt, sind wir unter schwerem Feuer. Ist ja wohl teilweise logisch, oder? Na gut, kann auch gut sein, dass man da irgendwie läuft oder so, ne? North America. USA, Fort Bragg, North Carolina. Major, Gentlemen. Packen wir ein? Wenn wir fertig sind. Wir wurden noch niemals so hart getroffen. Nehmen Sie sich eine Minute. Wenn Sie das wollen, dann beten Sie ruhig. Wir sind bereit, Sir. Dann los. Holen Sie sich diese Hurensöhne. Details auf Ihren MRTs. Oh ja, die kriegen's jetzt. Ah, okay. Die Bombe, die unsere Männer tötete, war für die Südgrenze bestimmt. Sie haben einen hohen Preis bezahlt, um sie aufzuhalten. Aber wir alle müssen Opfer für unser Land bringen. Diesen Preis haben Alan, McGann, Haynes und Biancard für uns bezahlt. Ihr Opfer war nicht umsonst. Stellen wir sicher, dass wir es nicht erneut bringen müssen. Die Bombe ging durch viele Hände, bevor sie hier landete. Einer der Männer in dieser Kette, Gabriel Paez, will rein. Paez ist ein mittelschwerer Drogenschmuggler und ein Neuling, was Waffen angeht. Klingt, als hätte er mehr geschultert, als er tragen kann. Er behauptet, er wusste nichts. Bla, bla, bla. Mir egal. Paez ist ein loser Faden, an dem wir ziehen sollten. Okay, Einsatzort Bolivien. Missionsname Nimble Guardian.
Suchen Sie Gabriel Pais und bringen Sie ihn in Sicherheit. Okay. Taktische Karte. Wer die alten Rainbow Six Spiele gespielt hat. Ah, okay. Der Weg ins Waffenbusiness war ein Segen, als sein Hauptgeschäft baden ging, der nicht liefern konnte. Wir müssen wissen, wie er ins Waffengeschäft gekommen ist und welche Verbindung er hatte. Wer die alten Rainbow Six Spiele gespielt hat, wusste, weiß, dass man seinen ganzen Weg einzeichnen konnte und bestimmte Aktionen eintragen konnte in den Karten, aber das geht hier wahrscheinlich nicht. Hier kann man sich das einfach nur so angucken. Okay, Herausforderung. Feuerteppich. Töten Sie 5 oder mehr Gegner mit einem Feuerstoß aus einer MP. Okay. Hört sich gut an. Weiter geht's. Ein Sensor erfasst Gegner und schickt die Daten auf Ihr HUD. Werfen Sie ihn an die Stelle, wo Sie die Mistkerle vermuten, und er zeigt Ihnen deren Position. Wände und Mauern stören dabei nicht. Okay. Antippen, wirft es direkt, kurz halten. Können wir noch schön zielen. Wenn alles nach Plan läuft, wird nicht viel geschossen. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Nehmen Sie genug Munition mit. Sie brauchen Flexibilität und Präzision. Ich empfehle eine Goblin mit Reflexvisier. Das ist eine sehr gute Sache, muss ich sogar sagen. Besser wäre, finde ich, noch ein Schalldämpfer. Schalldämpfer sind bei solchen Operationen nämlich immer gut. Wir können die Ausrüstung hier anpassen. Schauen wir mal, ob wir einen Schalldämpfer haben. Wenn ich jetzt Kinect hätte, könnte ich natürlich mit den Armen so wackeln und das zusammen und auseinandernehmen und so ein Quatsch, aber meine Güte, so ein Schnickschnack. Okay, wir nehmen natürlich die Goblin. Basteln die direkt auseinander. Wir haben Visier. Wir können sogar die Farbe bestimmen. Das ist Wuff. Okay, wir müssen mehrere Aufträge dafür erfüllen. Wir lassen es bei hellbraun. Wir können selbst den... Oh mein Gott, was können wir denn da machen? Erhöht die Abzugsempfindlichkeit und ermöglicht damit höhere Präzision für schnellere Schussfolgen. Achso, das heißt, wir machen brrrt brrrt und hier machen wir die ganze Zeit Dauerfeuer. Alles klar, habe ich gecheckt. Eine Kugel. Drei Schussabzug. Wir bleiben im vollautomatischen Abzug für den Anfang. Wir können, glaube ich, alles hier. Gassystem können wir selbst ändern. Wow, die ganze Waffe quasi. Da müssen wir was einboosten. Ich werde nicht so viel machen. Können wir was auf die Mündung vielleicht stecken? Ich glaube, ich habe noch nichts frei. Ja, einen Schalldämpfer. Büße ich ein bisschen Abzugskraft und Reichweite ein. Gehe ich aber ein für diesen Auftrag. Mache ich gerne. Okay, wir haben Visier. Ganz klar. Brauchen wir auch. Hat er ja auch gesagt. Holo-Visier hätte ich gerne. Wir haben aber nur das eine Reflexvisier hier. Also alles kein Thema. So gefällt mir die Waffe doch schon super gut. Werden die auch nochmal anpassen und mit dem Schalldämpfer versehen. So können wir noch ein bisschen was taktisch in das Spiel reinbringen. Oh, wir haben einen Granatenwerfer sogar. Okay, Unterlauf, Mündung. Schalldämpfer. Das gefällt mir sehr gut. Ein Sensor, genau, Splittergranate. Was haben wir denn da noch? Nur Splittergranate. Alles klar, Mission starten. Yes. Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt so ist. Okay, einige Waffen sind mit Zubehör etwa einem Granatenwerfer ausgestattet. Sie können es benutzen, indem Sie nach oben drücken auf dem Steuerkreuz. Werde ich dran denken. Bolivien sind wir jetzt. Es ist schön warm. Los geht's. Immer noch laden, laden. Ladezeiten in dem Spiel sind echt komisch. Aber wir sind gleich da. Nimble Guardian. 1549 Südamerika, Bolivien. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Sucre? Sucre? Espera. No me importa, cállate ya. Ya te lo dije, Paez no está aquí. Bueno, no está ahora. Es que no apareció, no es un fantasma. Localízalo. Ay, idiota. Oh, oh. Ja. So schnell geht's. Overlord, hier Hunter. Wir sind am Treffpunkt, aber kein Zeichen vom Paket. Verstanden. Wie ist die Lage? Chaotisch. Das Haus ist durchwühlt. Paez geflohen. Alles klar. Wir verfolgen sein Handy, um ihn zu finden. Und was machen wir so lange? Augen aufhalten und uns auf die Jagd vorbereiten. Hunter, Overlord, wir haben Paez in der Leitung. Ich stelle ihn durch. Hallo, sind Sie da? Mr. Paez, mein Team ist am Treffpunkt, bereit, Sie abzuholen. Sie
Fuß in Gewahrung. Sie jagen mich. Ich bin auf der Flucht. Oh, jetzt geht's los.